gehört. Ich weiß, ich schaue sehr, sehr fix und fertig aus. Ich glaube, man sieht auch meine Monsterfieberblase. Aber ich habe auch schon ein bisschen Make-up drauf, auch Lidschatten, Base und was noch. Die Augenbrauen habe ich auch schon fertig und ich habe mir gedacht, ich mache ein Video über die Palette hier. Wäre doch mal eine gute Idee, oder? Ich habe mir die ja extra gekauft, weil ich die unbedingt haben wollte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache aber nur die Lidschatten, damit das Video nicht so lang wird. Und ich hoffe, man hört den armen Hund da im Hintergrund nicht. Die Nachbarn haben einen Hund jetzt und das wundert mich eh. Man sieht eh, glaube ich, meine begeisterte Miene. Und der jault schon den ganzen Tag, seit 7:30 in der Früh. Was für mich nicht gerade wirklich witzig ist, aber okay. Fangen wir mal an, würde ich sagen, oder? Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen zugemampft, aber ich zeige sie euch mal von Nan. Also sie heißt 03 Mistress of Evil. So, die anderen weiß ich leider gar nicht, wie die heißen. Die Verpackung sieht so aus. Finde die Verpackung voll schön. Das ist auch ehrlich gesagt die einzige, was ich mir gekauft habe. Außer die Pinsel habe ich mir noch gekauft. Und von den Prinzessinnen habe ich mir fast gar nichts gekauft. Oh, das spiegelt nur. Da ist nämlich noch so eine Folie drauf. Die nehmen wir jetzt mal runter. Ja, so sieht die aus. Man, eigentlich gehört sie ja so hergezeigt. Ich finde die Farbe voll schön, die vor allem. Und ich weiß auch gar nicht, was ich schminken soll. Ich habe extra noch keinen blassen Schimmer, was ich schminken soll. Aber ich habe mir extra meine neuen Pinsel rausgesucht, damit ich was Hübsches damit machen kann. Ja, ich fühle mich heute überhaupt nicht wohl. Ich glaube, das sieht man mir auch an. Ja, mal gucken. Fangen wir mit der Grundfarbe vielleicht an. Nehmen wir ich kann es gar nicht mal aussprechen. Nehmen wir mal die da. Das ist kurz die da. Ich weiß nicht, wie die Farbabgabe ist. Ich habe sie nämlich nur einmal probiert. Ich werde auch den Spiegel drin verwenden, damit ihr mich sehen könnt besser. Irgendwie gibt die keine Farbe ab, habe ich das Gefühl. Oder? Naja, nicht so viel. Seht ihr das? Aber wir werden es trotzdem probieren, ob wir zufrieden sind mit der oder nicht. Weil ich habe auf urvielen, also auf Instagram habe ich oft gelesen, dass viele sagen, die ist nicht pigmentiert oder sonst irgendwas. Aber jetzt, wenn ich öfter reingehe, geht es eh. Seht man das? Ist ein bisschen hell, gell? Das heißt, wir gehen mit demselben Pinsel noch in die Farbe hier. Und geben das so ein bisschen. Das ist schon ein bisschen besser. Gehen wir das so aus. Okay. Okay. Vielleicht braucht ihr auch wieder eine Weile, weil die anderen Prinzessinnen Lidschattenpaletten haben auch eine. Na bitte, schaut's. Jetzt ist schon ein bisschen besser. Wenn man so eine kleine Schicht. Ich meine, in dem Video sieht man gar nichts. Oh Gott, sorry. Wenn man eine kleine Schicht abkratzt von dem Lidschatten, dann haben die anderen damals auch funktioniert. Und vielleicht ist das da leider dasselbe. Dass die ein bisschen dauert. Dann heißt es, werden wir auch so eine dunkle mal probieren. Ich bin gerade nur am hellen Lidschatten ausprobieren. Also man sieht in der Kamera gar nichts, aber so sieht man den Unterschied eigentlich. Tja, oder auch nicht. Das heißt, was machen wir jetzt? Egal, bleiben wir bei dem Lidschattenpinsel und gehen einfach in eine andere Farbe rein, weil ich habe nicht so viele Pinsel, ehrlich gesagt, mitgenommen. Das heißt, wir gehen in eine dunklere Farbe rein. Nehmen wir sich mal das Grün, oder? Oder wie wäre es mit dem da? Sollen wir vielleicht, wo ist er jetzt, den nehmen? Der kommt in der Kamera ganz anders rüber. Oder wir nehmen das Grün. Jetzt wird das ein ganz schöner Mischmasch, weil ich nicht weiß, was ich schminken soll. Ich bin gerade ein bisschen angepisst. Ah, jetzt. Vielleicht brauche ich auch nur eine bessere
Lidschatten-Base drunter. Okay, ich muss ehrlich sagen, die ist schon ein bisschen jetzt austrocknet, weil ich jetzt eine Weile gedauert habe, bis ich da das Video anfange. Aber das ist schon mühsam, muss ich sagen. Das ist echt mühsam. Sieht man jetzt ein bisschen was? Ja, ein bisschen. Na, das Grün ist wenigstens gut. Okay. Das heißt, ich habe mir auch nehmen dürfen den Ariel-Pinsel als Tester. Ich habe den nämlich doppelt jetzt. Ups. Welchen nehmen wir jetzt am besten? Nehmen wir diesen dunkelroten, oder? Den da. Weil so von der Zusammensetzung gefällt mir eigentlich die Palette. Also bin ich echt gespannt, wie das so wird, wenn man die öfter verwendet. Vielleicht werden die dann ein bisschen besser. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich es nur öfter verwenden. Vielleicht liegt es daran, dass ich es einfach nur... Ich meine, die Farbe ist jetzt gut. Also die lässt sich relativ gut auftragen und die gibt auch schön Farbe ab. Die anderen drei, die ich jetzt probiert habe, da bin ich jetzt nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Aber die lässt sich schön auftragen. Seht ihr das? Das ist diese Wicked, diese rote Farbe in der Palette. Ich werde da eh krank ausschauen, glaube ich, heute. Aber who fucking cares? Halloween ist zwar schon vorbei, aber okay. Ah, da werde ich noch in die dunkle Farbe da gehen. Oder soll ich das vielleicht mit ein bisschen den dunkelgrün ausgleichen? Könnte ich auch machen. Ein bisschen rumexperimentieren hier. Für was hat man so eine Palette? Okay, ich glaube, die bringt gar nichts, die Farbe. Ja, nicht wirklich. Ach Gott, ey. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht. Man sieht ja eine Farbe nicht. Ich swatch sie euch mal. Oh, das ist das ganze Muster weg von der Maleficent. Guckt. Das ist ja ein Scheiß. Also so ist sie schön. Das ist die ich jetzt in die Lidfalte noch mischen wollte. Vielleicht muss man da wirklich nur ein bisschen von der Farbe abkratzen, so wie es bei der wie ich es bei den Prinzessinnen-Paletten gemacht habe, vielleicht. Das heißt, ich müsste mal jede swatchen und dann dürfte es besser werden. Weil das war damals bei den anderen auch so. Da hat das so eine Weile gebraucht, bis die so richtig... Ich finde, der macht gar nichts. Oder? Sieht man da irgendeinen Unterschied? Katastrophe, Alter. Nehmen wir noch den schwarzen da. Ich weiß nicht. Also ich werde die auf jeden Fall noch ergiebiger testen, weil jetzt der erste Eindruck ist so ein bisschen... Ich weiß auch gar nicht, ob ich das damals auch bei den Prinzessinnen so gemacht habe, ob ich da... Ich habe aber, glaube ich, da zuerst auch ein Video gemacht. Oder habe ich da überhaupt ein Video dazu? Ich glaube, ich habe damals gar kein Video gemacht. Ich habe die euch nur so gezeigt in den Favoriten, weil ich die halt öfter verwendet habe. Aber bei denen bin ich ein bisschen, weiß nicht, enttäuscht. Ein bisschen. Gebitte, ich spende mich denn da jetzt voll. Kinder. So. Ich weiß nicht, bin da nicht so begeistert. Okay, ich bin noch nicht fertig. Vielleicht liegt es auch daran. Gehen wir mal in so einen Glitzer. Hohoho. Jetzt kommt. Ja, da habe ich das falsche genommen. Ich hätte das bräunliche nehmen sollen. Dann mischen wir es einfach. Nehmen wir beide. Oh Gott. Okay. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das so finden soll. Boah, das glitzert extrem. Bist du denn wahnsinnig? Okay. Also, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera ein bisschen sieht, aber das Glitzer krümelt richtig vom Auge runter. Und ich weiß nicht, ob ich das so schön finde, ehrlich gesagt.
werde jetzt nochmal versuchen, mit dem Dunklen drüber zu gehen, weil ich hätte das, glaube ich, zuerst drauf machen sollen. Ja, man probiert ja, oder? Ist ja nicht so schlimm. Jetzt gehe ich mit dem Dunklen nochmal drüber. Mich stört es. Ich habe überall jetzt dieses dämliche Glitzerkleben. Taugt mir überhaupt. Boah, schau aus wie Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber ich hasse das. Ich bin nicht so begeistert, wie man sieht. Ich kann nämlich jetzt nicht, das Problem ist, ich mache ja normalerweise das Make-up immer am Schluss, aber ich habe diesmal das Make-up vorher gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich das mit einem Pinsel kriege, das Glitzer. Probieren wir es mal. Nehmen wir es mal mit so einem. Nein, kriegt man nicht. Es ist echt hartnäckig. Also die Glitzertöne, die zwei, die taugen wir schon mal gar nicht. Vielleicht Pinsel an. Ich glitzer da im ganzen Gesicht. Man sieht es in der Kamera Gott sei Dank nicht so, aber in echt sieht man es halt extrem. Und das nervt mich jetzt schon. Da bis da oben hin glitzere ich. Zum Kotzen. Wirklich zum Kotzen. Ja. Also bis jetzt bin ich leider noch nicht so begeistert. Habe auch gerade nämlich versucht, das runterzugeben. Und jetzt glitzere ich voll. Toll! Gefällt mir überhaupt nicht. So. Dann gehe ich in den hellen noch und werde das so unter der Augenbraue. Oh, der ist aber schön. Der ist schön zum Verblenden. Der Kurs, glaube ich, heißt der. Der ist schön. Könnte generell ein bisschen verblendet, habe ich das Gefühl. Aber ich bin nicht so. Ich bin überhaupt nicht begeistert. Mir gefällt das überhaupt nicht. Ich glaube, das Glitzer hat es ein bisschen ruiniert. Ich habe das sogar auf meiner Leggings kleben. Und es kriecht so in die Lidfalte alles. Sieht man das ein bisschen? Stell scharf, du Arsch. Alter, was ist? Sieht man's? Es kriecht so ein bisschen schlimm. Ganz, ganz schlimm. Also wirklich ganz, ganz katastrophal. Nee. Nee. Einfach nein. Oh. Nein. Nein. Das ist zum Kotzen. Gefällt mir überhaupt nicht. Wirklich zum Kotzen. Das sieht man leider nicht, weil die Kamera das nicht einfach so auf damit. Warte jetzt kurz. Sieht man das? So ein bisschen? Da kriegt das überall wohin. Das ist ja urschlimm. Ja, ich glaube, retten kann ich sie nicht mehr. Das hat sich, glaube ich, hiermit erledigt. Dann nervt mich das, dass das Glitzer schon allein die ganze Zeit von meinem Auge runtergrümelt, was mich ja auch total anzipft. Oh Gott, nee. Einfach nein. Vielleicht ist es besser, wenn man das vorher anfeuchtet oder so, aber der ganze Lidschatten, da wo ich das Glitzer raufgeben habe, verschwindet. Das ist ja ein Scheiß. Das ist ja ein Scheiß. Wirklich wahr. Jetzt versuchen wir das halt noch irgendwie zu retten. Mit irgendwie, meine ich halt irgendwie. Also. Das hält ja nicht mal am Auge. Mir fliegt das alles vom Auge runter. Na. Nein. Nein. Einfach nein. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Nein. Nein, 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 nein. Also ich bin froh, dass ich mir nicht noch eine Palette gekauft habe, sage ich euch ganz ehrlich. Weil die zwei Glitzertöne sind sowas von unnötig da drinnen. Ich krieg das nicht mal weg. Ich krieg es einfach nicht weg.
Es geht nicht von meiner Haut runter. Man sieht es in der Kamera Gott sei Dank nicht, aber ich krieg's einfach nicht von der Haut runter. Ist wurscht, ich bleib sowieso heute nicht lang geschminkt. Ich mach mal meinen Eyeliner und komme dann gleich zurück. Und wir schauen sich das dann nochmal an, wenn ich fertig bin. Ja, also ich bin nicht so ganz zufrieden und ich glaube, ich habe es mit dem Glitzer ruiniert. Das glaube ich. Ich glaube, ich habe es mir wirklich mit dem Glitzer kaputt gemacht, das Augenmake. Aber vorher fand ich es eigentlich ganz schön. Aber jetzt habe ich mir das irgendwie, glaube ich, komplett kaputt gemacht. Und es schaut im Video gar nicht so aus, aber es verschwindet ein bisschen. Oh ja, jetzt kann man es ein bisschen erkennen. Ja, ja, jetzt sieht man es da. Und es ist halt überall, wo es nicht hingehört. Es ist da und da, da gehört es überall nicht hin. Und ich habe es auch da, jetzt sieht man das da auch gut. Ich habe es auch da überall kleben. Und das geht gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein. Also ich habe jetzt eine andere Idee. Ich werde die jetzt jeden Tag verwenden und immer andere Farben benutzen von den Paletten. Von der Palette. Ich kann kein Deutsch mehr. Und ja, ich finde das nämlich schade. Also ich werde mir die Farbzusammenstellung aufschreiben, wie ich die verwenden will. Dann so ein bisschen mitfilmen, wie es wird. Und ja, das wird so meine Wochenaufgabe, damit ich ein Video zusammenbekomme. Weil ich will dieser Palette eine Chance geben. Ich glaube wirklich, dass an den beiden Glitzertönen gelegen ist. Dass das bei mir so kacke ausgeschaut hat. Also, oder noch kacke aussieht. So. Weil, naja, es schaut eigentlich so in der Kamera schon schön aus, aber in echt gefällt es mir halt nicht. Weil in der Kamera kommt eher das Silber mehr rüber vom Dragon. Aber in echt kommt eher mehr das Magic raus. Und das gefällt mir nicht. Nö. Gefällt mir nicht. Sorry, aber gefällt mir nicht. Also die Glitzer-Lidschatten werde ich auf gar keinen Fall nochmal verwenden, sondern eher nur die anderen und mit denen halt Looks schminken. Also, weil das sind die zwei Glitzer, das ist Magic, das ist Dragon. Und das, die beiden werde ich nie mehr verwenden, auf gar keinen Fall. Also das war mir eine Lehre, das mache ich nicht mehr. Und ich hätte halt so eine schöne Idee mit den vier Farben oder mit den vier Farben oder mit den. Also ich hätte da schon so ein paar Ideen, deswegen. Ich hätte ja auch die Idee gehabt, dass ich eben das in der Lidfalte und das, weil ich habe das, glaube ich, gesehen in Instagram. Die hat das so gemacht von Catrice und auch in dann grün hat sie verwendet, was so schön ausgeschaut hat, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das enttäuscht mich ein bisschen. Und ich will aber nicht, dass die mich enttäuscht, weil ich mag die Farbzusammenstellung von der. Deswegen gebe ich der noch eine Chance. Und mal gucken. Und ich werde es dann so. Am Wochenende, glaube ich, dann, ich hoffe, ich ziehe das wirklich durch mit dem Video, wenn nicht, trete ich mir den Arsch. Ihr werdet es dann am Wochenende sehen. Ich schreibe mir die Farben auf, welche ich schminken will und auch die Tage und dann mal gucken. Ich werde das versuchen durchzuziehen, weil ich will unbedingt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die so kacke ist. Weil so, ich meine, die Grüntöne waren jetzt nicht so schön, der war jetzt nicht so besonders, hat man eh gesehen im Video. Den, was ich schön fand, war auf jeden Fall der. Den Raven finde ich zwar schön, aber der wirkt am Auge nicht so schön. Also, ich weiß nicht. Ich will da die Hoffnung nicht aufgeben. Außerdem gefällt mir die Farbe Powerful so gut. Die da. Die gefällt mir auch so gut. Ich probiere es nochmal und halte euch auf den Laufenden, wie ich die finden werde. Wir werden es nochmal probieren. Ich gebe da nicht auf. Weil die anderen, die finde ich ja auch so gut. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die so kacke ist. Aber die war ja auch von Essence, die anderen Prinzessinnen Lidschattenpaletten. Und die ist ja von Catrice, habe ich gar nicht dazu gesagt. Die ist ja von Catrice und nicht von Essence. Ja, mal schauen. Ich halte euch auf den Laufenden, wie das wird. Vielleicht hänge ich das auch an das Video dran. Ich glaube, das wäre eine bessere Idee, oder? Ich mache da jetzt keinen richtigen Schluss von dem Video, sondern ich hänge das da dran, um zu gucken, ob die wirklich was taugt oder nicht. Und werde dann am Ende, ganz, ganz, ganz am Schluss dann, ein Mini-Fazit noch sagen. Weil der erste Eindruck, der war ja negativ. Wirklich negativ. Und mal gucken, wie es in öfteren Benutzen wirkt. Ich glaube, wir machen das so. Das werden wir so machen. Ja, das machen wir so. Dann nutze ich immer die Zeit in der Früh, wenn ich, bevor ich arbeiten gehe und werde euch das abfilmen. Und ich will nämlich nicht, dass die Palette kacke ist. Ich habe nämlich urnegative Sachen nur gehört. Und ich glaube, dass das echt nur an diesen Glitzerdönen liegt. Und dass die eigentlich ganz schön ist. Aber wir werden es ja sehen. Ich halte euch auf, also, beziehungsweise ihr werdet es am Ende des Videos sehen und mal gucken. Hey, ich habe gestern es leider nicht geschafft, weil es so dunkel war gestern in meiner Wohnung. Aber heute scheint jetzt so schön die Sonne um 8 Uhr in der Früh rein. Deshalb habe ich mir gedacht, nutze ich das gleich aus. Ich habe mich gestern und heute mit der Maleficent Palette nochmal geschminkt. Gestern hatte ich die Farben Professi, glaube ich, heißt das oder so. Das ist die helle da oben.
Ich hoffe, man sieht überhaupt was, weil das so überbelichtet toll ist. Die hatte ich oben. Am ganzen Lied, gemischt mit den beiden grünen, glaube ich. Ich muss jetzt nochmal auf mein Handy schauen, nicht, dass ich euch einen Blödsinn erzähle. Moment kurz. Dann hatte ich die beiden oben. Irgendwie muss ich das anders machen. Jetzt durch das, dass die Sonne da so reinknallt, sieht man die Lidschatten nicht. Alter. Einmal habe ich zu viel Sonne, einmal zu wenig. Ich kann mich auch nicht entscheiden, was ich will. Dann hatte ich die beiden hier oben. Das ist Cape und Villain. Hatte ich so gemischt in der Lidfalte gestern. Das Foto blende ich euch gleich ein. Und in der Lidfalte hatte ich gestern den hier. Den finde ich nämlich echt schön. Und heute, ich blende euch zuerst mal das Foto ein. Ich schaue mir auch das Foto mal an vielleicht. Damit ich, ja, man sieht es auf dem Bild leider sehr, sehr schlecht. Wirklich schlecht, weil ich finde auch die Farben kommen nicht so gut raus. Für meine Verhältnisse war das Augen-Make-up auch viel zu hell. Normalerweise trage ich nur so Smokey Eyes, wenn ich arbeiten gehe. Und nicht so was Helles, so wie heute zum Beispiel. Aber egal. Vielleicht probiere ich dann... Ich will nämlich ja mehrere Teile filmen. Morgen habe ich frei. Das heißt, ihr werdet das sowieso zusammengeschnitten sehen, das Video. Das heißt, ich werde einen kompletten anderen Look dann damit schminken. Ich gebe die Hoffnung nicht so... Warte mal. Hoppala, jetzt hätte ich auf den Haaren gerufen. Ach du Scheiße. ich gebe da die Hoffnung nicht auf, dass die Palette noch was wird. Also ich habe da noch ein bisschen Hoffnung, dass das noch ein bisschen was wird. Das Problem ist halt nur, ich glitzer schon wieder im ganzen Gesicht. Ich habe nämlich heute den hier oben. Den hier habe ich heute drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Fieri oder so. Ich kann das gar nicht aussprechen. Der da. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen. Den habe ich drauf. Und den Powerful in der Lidfalte. Und den Powerful finde ich wunderschön. Die ganze Palette ist ja wunderschön, aber den Powerful finde ich echt schön. Und das sieht so heute aus. Oh Gott, die kam. Einmal habe ich zu wenig Licht, dann habe ich zu viel Licht. Kann mir auch nicht entscheiden. Wartet kurz. So, ich habe nur die beiden Farben oben. Aber mir ist das echt so zu wenig. Ich meine, meine grünen Augen kommen da besser raus wegen den grünen Lidschatten. Aber mir ist das ein bisschen zu wenig. Mir ist das echt zu wenig. Unten auf dem Wimpernkranz habe ich von Miss Lina einen Kajal. Color Twist 180 heißt der. Das ist der da. Falls ihr jetzt fragt, ich habe jetzt nicht den Lidschatten genommen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe so trockene Lippen, so furztrockene Lippen. Und meine Fieberblase ist auch noch immer da. Alte Schwede. Ja, also ich werde versuchen, morgen, beziehungsweise im anderen Teil, noch einen Look damit zu schminken. Wahrscheinlich aber mal mit den anderen Tönen. Nicht dauernd mit grün oder so, sondern ich werde dann mal vielleicht den verwenden oder den. Oder den, aber der interessiert mich auch extrem. Das ist der Battle. Und den anderen kann ich gar nicht aussprechen. Außer den Diabolo, der interessiert mich auch. Raven würde ich auch gerne noch einmal probieren, aber ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden. Aber ich habe jetzt schon öfter, ich habe mir jetzt vorher nämlich auch ein Video angeschaut und die hat auch gesagt, dass diese Glitterteile nicht so gut sind, dass man da ein Glitterglue braucht. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal versuche mit den beiden Glitzertönen, das kann ich euch nicht versprechen. Aber ich finde sie schön und ich mich ärgert, dass ich nicht damit klarkomme irgendwie, also beziehungsweise, dass mir das ein bisschen zu wenig ist. Es ist schön, aber mir ist es ein bisschen zu wenig. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, welchen Look ihr bis jetzt besser fandet. Den einen könnte ich ja nochmal schminken, den, was ich da zusammengewürfelt habe gestern. Aber der war jetzt auch nicht so besonders. Und das war so ähnlich wie das, was ich im anderen Video, also was ihr davor gesehen habt, geschminkt habt, nur ohne den Rot. Weil da habe ich ja den roten oder bräunlich-roten da verwendet. Ich weiß es nicht, Kinder. Ah, ich habe echt keine Ahnung. Aber ich... will nicht, dass die kacke ist. Ich will wirklich nicht, dass die kacke ist. Ich finde sie eigentlich ganz schön. Das Problem ist bei mir, dass die Farben nicht so die Abgabe haben, wie ich es gerne hätte. Wenn sie die Farbabgabe hätten, so wie ich es mir wünsche, wäre es vollkommen wurscht. Aber ich finde, das ist einfach viel zu hell. Weil dieser, Fieri, den da, der ist viel, viel, viel zu hell. Also ich habe die beiden Farben oben, ja, die. Und so auf dem Finger schauen sehr gut aus, aber verblendet war das nur Glitzer. Ich hoffe, ich bin nicht zu überbelichtet heute, aber irgendwie war es nicht. Überbelichtet vor allem. Und das ist der grüne. Ach Gott, was ist heute? Einmal habe ich gar kein Licht, einmal zu viel. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja.
das sind die beiden, die ich jetzt heute oben habe. Weil ich wollte auch nicht mehr machen, ehrlich gesagt, weil ich muss jetzt auch gleich anschließend in die Arbeit laufen. Aber morgen, beziehungsweise dann im Anschluss, werdet ihr dann sehen, dass ich noch einen Look schmink. Und dann mal gucken, welche Farben ich dann verwende. Die Gedanken mache ich mir dann, wenn ich nach Hause komme. Aber irgendwie möchte ich eher mal was mit diesem bräunlichen, mit denen da schminken, mit den ganzen da. Weil ich habe jetzt nur die grünen hauptsächlich verwendet. Und möchte jetzt mal was anderes benutzen. Ich meine, es ist urschön. Es ist wirklich schön. Aber es ist halt ein bisschen langweilig. Weil normalerweise, jetzt muss ich aber mein Handy auf lautlos drehen. Weil normalerweise bin ich eher so eine, die eher so dunkle Augen-Make-ups mag. Oder wenn, dann halt so bunte. Und irgendwie kommt da das Grün nicht so ganz raus. Ich finde, zu Weihnachten würde es gut passen. Damit ich es rauskriege. Ich fühle mich auch heute so aufdunsen. Ich habe nämlich noch immer mal... Und irgendwie... ja, also für Weihnachten finde ich den Look eigentlich schön. Ich fühle mich heute wieder irgendwie nicht wohl. Ich weiß nicht, ich mache ein kurzes Video und fühle mich heute schon wieder nicht wohl. Und meine Haare machen halt, was sie wollen. Und die schauen so strohig aus heute. Weiß nicht, was... Egal. Also ihr werdet im nächsten Teil dann den anderen Look sehen. Und dann werde ich mal versuchen, ein Fazit zu ziehen, wie ich die Sachen finde. Mich stört halt, dass die fast alle glitzern. Die glitzern fast alle. Es gibt sehr wenig matte Farben. Aber eigentlich auch nicht wahr. Also der ist matt, der ist matt, der ist matt. Der schwarze ist matt, der grüne ist matt. Und eben, also die drei, jetzt nochmal für Dumme, weil ich da vergessen habe, ob ich nicht hergezeigt habe. Oh, das Licht geht mir am Arsch. Die drei sind matt. Der dunkelgrüne, der schwarze sind matt. Die restlichen sind alle glitzerig. Ja. Ja. Ich versuch's noch weiterhin. Wir werden sehen, wie ich morgen reagiere bei dem... Wir werden sehen, was ich morgen von dem Look halt, wenn ich ihn schmink. Und hoffentlich ist das Licht dann nicht so beschissen. Gestern hatte ich gar kein Licht, da konnte ich überhaupt nicht filmen. Heute habe ich ein Licht und das ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was los ist. Aber egal. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem sehen, dass... Es ist ja schön, aber ich weiß es nicht. Also ich weiß, die Palette und ich, wir wären da nicht so, ich weiß nicht, warm miteinander. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber egal, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und guckt dann noch, was ich dann noch schminke. Bin echt gespannt. Es ist so lustig, wenn man das vordreht, wenn man nicht weiß, wie das wird. Irgendwie komisch. Man sollte dann eigentlich ganz anders die Videos drehen, aber ich muss das noch ein bisschen lernen. Ich habe das nämlich schon lange nicht mehr gemacht. So. Wir probieren es jetzt noch einmal mit der Palette. Ich habe sie eigentlich jetzt... Habe ich sie jetzt 2 Wochen verwendet oder eine? Ich glaube 2 Wochen. Ich schreibe es euch irgendwo hin in die Infobox oder so. Ich habe sie auf jeden Fall länger getestet. Habe auch jetzt eigentlich alle Farben, glaube ich, durch. Außer die da unten. Aber die können wir ja jetzt gern probieren. Ich habe schon 2 Lieblingsfarben, ehrlich gesagt. Also einmal auf jeden Fall die da. Diese neutrale und die, das sieht man auch, die ist schon sehr oft verwendet. Die mag ich auch sehr gern. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht so begeistert von der Palette, muss ich trotzdem sagen. Ich werde jetzt trotzdem noch ein Augen-Make-up schminken. Jetzt geht mein Akku leer von der Kamera. Finde ich super. Sehr prickelnd, so. Fängt schon gut an. Ich bin noch nicht geschminkt, wie man sehen kann. Aber ich werde das jetzt machen. Bitte jetzt nicht, so. Ja. Habe auch hier meinen Kaffee. Fang mal an, ich kriege schon wieder eine Fieberblase, eine ganz kleine da unten. Die tut so weh. Aber ihr seht ja auch, meine Lippen sind extrem trocken. Vielleicht liegt es auch daran. So, fangen wir erst mal mit den Lidschatten an, weil ich werde dann kurz stoppen und dann den Rest Make-up fertig machen. Ich kann nicht mehr reden. Lidschatten Base habe ich schon oben. Ich werde das noch setten, obwohl ich das Gefühl habe, das bringt bei den Lidschatten auch nichts, aber... Der Wille zählt. So, ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt meine Augenbrauen fertig gemacht habe. Ich habe gerade angefangen und habe mir gedacht, okay, ich nehme euch lieber mit der Kamera. Weil heute ist Sonntag. Tja, okay. Fangen wir mal an. Habe ich überhaupt noch saubere Lidschattenpinsel? Nein. Egal. Nehmen wir einfach ihn dann. So. Wir gehen jetzt mal in diese... Melovent, glaube ich, heißt die. Da unten in der Ecke. Und ich hole euch mal ran. So. Schockschwere Note, aber was soll's. Ich will euch das ja zeigen. Also, wir werden das jetzt mal probieren. Ich muss nur gucken, dass das
dass ich nicht verrutsche. Aber es passt schon. Seht ihr das? Es gibt keine Farbe ab. Das ist das, was mich so abgrundtief nervt. Das ist so krümelig, aber es gibt keine verflixte Farbe ab. Okay, jetzt. Jetzt, okay. Das hast du wohl gehört, du grindiger Lidschatten, du. Aber es ist trotzdem viel zu hell, finde ich. Für das, was es machen soll, finde ich es ein bisschen zu hell. Und es braucht immer eine Weile. Ein paar Farben geben sogar gar keine Farbe ab. Ich glaube, welche waren denn das schnell? Der da, glaube ich. Der da. Der gibt überhaupt keine Farbe ab. Und ich finde das so dermaßen nervig, dass die so extrem krümeln. Das zipft mich richtig an. Aber okay. Seht ihr? Ups. Seht ihr das? Ich weiß nicht. Also, bei dem Lidschatten bin ich mir extrem unsicher, ob ich die gut, schlecht oder was nicht was finden soll. Weil so begeistert. So. Ich finde, man sieht da nichts, oder? Was sagt ihr? Ich finde, man sieht da nichts. Deswegen gehe ich jetzt in meinen Lieblingslidschatten von der Palette. Ich habe einen gefunden, der mir gefällt. Wow. Das ist der hier, der Powerful. In den gehe ich jetzt mal rein. Das habe ich auch eigentlich nur noch tragen dann, weil die anderen Farben mich so genervt haben. Ich hatte auch einmal dieses Wicked oben und das wirkt bei mir sehr rot und da haben gleich die Leute alle gefragt, ob mit mir alles okay ist. Das kann ich dann nicht mehr tragen, logischerweise. Ja. Aber ja, ich habe es dann auch am Black Friday, habe ich mich ja auch schwarz geschminkt, also so Smoky Eyes. Und da habe ich den Powerful, den ich jetzt gerade verwende, benutzt und einen alten P2 Lidschatten. Das hat schön ausgeschaut, hat aber auch nicht leider den ganzen Tag gehalten. Das Problem ist, die Lidschatten halten irgendwie nicht so. Ich weiß auch nicht wieso. Aber es liegt nicht an meiner Lidschattenbase, weil ich habe immer Smoky Eyes geschminkt eigentlich in der Arbeit mit der Sleek Palette. Und da haltet die Lidschattenbase auch. Also liegt es leider an den Lidschatten. Jetzt passt das überhaupt nicht zusammen, aber egal. Pff, wurscht. Ist mir sowas von wurscht. Oh, sorry. Ich habe auch das Gefühl, dass da bald ein Hit the Pan sein wird, wenn ich da öfter den Farbton verwende, aber okay. Ist mir egal. Ist das erste Mal, wo es mir egal wird. Die Zusammenstellung, ich habe das ja eh schon oft genug gesagt, aber die Zusammenstellung gefällt mir so gut, aber die Lidschatten sind kacke. Die Zusammenstellung ist wunderschön, aber die Lidschatten können irgendwie meiner Meinung nach gar nichts. Oder vielleicht liegt es an mir, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. So, dann gehen wir noch in dieses eine Glitzer, in dieses das heißt doch übersetzt eigentlich Prophezeiung, oder? Ich kann es übersetzen, ich kann es nicht übersetzen, keine Ahnung. Gehen wir mal da rein, also in diesen. In den da. Gehen wir mal rein. Und ich verblende die halt jetzt da miteinander, weil ich mir denke, das schaut ein bisschen doof aus. Ich hoffe, man sieht überhaupt was. So, wo ist er? Da. Ja. Dann gehe ich in das Schwarz, in das Switch rein. Switch. So. Meistens habe ich auch nur Powerful und Witch tragen. Weil die zwei Farben waren die einzigen, die man ein bisschen bearbeiten konnte, sage ich jetzt einmal. Auch das Switch, das war am Anfang so fleckig, aber jetzt, wo ich es öfter verwende, ich meine, in der Kamera wirkt es fleckig. Aber in echt, finde ich, geht es eigentlich. So halbwegs halt. Ich sitze so verkrummt da, weil ich die Kamera, glaube ich, zu niedrig eingestellt habe. Ich weiß nicht. Also, ich werde mit der Palette nicht warm. Ich habe gehofft, dass die noch ein bisschen besser. Schaut, wie scheiße das jetzt ausschaut. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Vorführeffekt. Ich sage, er wird nicht fleckig und dann wieder fleckig. Scheißdreck. Also, Entschuldigung. Excuse me. Sieht beschissen aus. Ach Gott. Ja. Gefällt mir jetzt mal nicht so, aber warten wir mal ab, wenn es fertig ist. Werden wir ja sehen. Das Problem ist, der krümelt auch, sieht man das? Ich glaube, in der Kamera kommt es gar nicht so rüber, aber die krümeln extrem, da muss ich mir mal. Jetzt, deswegen habe ich noch kein Make-up und Pickel sagt Hallo. Weil die so dermaßen krümeln. Aber ihr habt jetzt mal den Auftrag gesehen.
ich find's nicht gut. Ich find's wirklich nicht gut. Besonders, weil auf der Seite das jetzt so fleckig irgendwie ist. Ich weiß nicht. Habt ihr die Palette? Könnt ihr mir sagen, ob ihr damit zufrieden seid? Ich bin's nicht. Ich bin's wirklich nicht. Ich mache das Augen-Make-up und mein Make-up jetzt mal fertig und melde mich dann gleich wieder. So, ich bin fertig. Ich hatte das jetzt so, also so komplett fertig, schaut gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Mir gefallen auch die Farbkombinationen. Moment. Da habe ich ja dieses Bräunlich, ich habe das ja eh gesehen. Da wird das so ein bisschen grün schon schön. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich habe auch noch den schwarzen Kajal unten drauf gegeben von Clinique. Der sieht so aus. Ich war Glofi, sorry. Und habe noch den Lidschatten hier. Den hier. Bisschen dazu gemischt und ich finde, das schaut ganz schön aus. Ja, also ich muss sagen, es schaut gar nicht schlecht aus. Mir gefällt das sehr, sehr gut sogar. Hätte ich mir nicht gedacht. Es schaut ganz schön aus, aber ich würde sie nicht weiterempfehlen. Also falls jemand jetzt jammert und sagt, oh mein Gott, ich habe die nicht erwischt, ist kein Verlust. Besonders, wenn man so viele Paletten hat wie ich. Also ich hätte sie nicht unbedingt gebraucht, sage ich euch ganz ehrlich. Sage ich euch wirklich ganz, ganz ehrlich. Ich wollte mir nämlich die Ursula auch kaufen, habe es aber dann doch lassen und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh darüber, dass ich es gelassen habe. Wirklich froh darüber. So gibt es, wie gesagt, ein paar Farben, die ganz schön sind. Ich meine, den finde ich jetzt auch gar nicht so hässlich, wenn man ihn ein bisschen kombiniert. Auch die Grüntöne sind schön. Der ist mein absoluter Lieblingsfarbton. Mit den Glitzerteilen kann ich gar nichts anfangen. Ich werde es aber irgendwann vielleicht noch einmal probieren mit den beiden. Vielleicht, mal schauen. Ja, das finde ich eigentlich den Raven, glaube ich. Ja, der Raven ist auch schön, aber nicht pigmentiert. Also auf dem Auge kommt er nicht so zur Geltung wie da in dem Fändchen leider. Ja, das ist sowieso mein Lieblingston. Die beiden finde ich eigentlich auch ganz schön. Aber ja, der ist auch leider nicht so pigmentiert. Der glitzert viel zu sehr. Den habe ich nämlich einmal schon oben gehabt und dann habe ich überall Glitzer im Gesicht kleben gehabt. Das war nicht so schön. Aber so ist die Palette eigentlich ganz okay. Aber ich würde dem jetzt nicht hinterher trauen. Obwohl das echt schön ausschaut. Wirklich schön ausschaut. Also gefällt mir zurzeit gerade sehr, sehr gut. Was mich gerade wundert. Aber es ist kein Muss. Es ist wirklich kein Muss. Also wenn ihr die Palette nicht habt, dann, oh mein Gott, überhaupt kein Drama. Wirklich kein Drama. Ich finde das für Catrice sehr, sehr schlecht. Ich habe ja damals die Essence Prinzessinnenpaletten gehabt, habe ich glaube ich eh auch schon in dem Video gesagt. Und die finde ich viel, viel besser, aber die, ich weiß nicht. Ich habe mir mehr drunter vorgestellt. Wirklich mehr drunter vorgestellt. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein überlege, ich habe nämlich sicher sehr viele Lidschatten, die so ähnlich ausschauen und könnte das anders auch nachschminken. Obwohl mir das Augen-Make-up gerade sehr gut gefällt, muss ich sagen. Würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, hätte ich lieber das Geld aufgehoben. Ich meine, 12,99 sind jetzt nicht die Welt, aber ich hätte mir das Geld aufheben sollen und für die Jeffree Star Palette investieren sollen, die grüne, die ich unbedingt haben will. Aber was soll ich euch jetzt sagen? Ist zu spät. Aber sie ist okay. Aber ich finde jetzt nicht, dass man traurig sein muss, wenn man die nicht erwischt hat. Viele haben mir gesagt, oh mein Gott, bis ich mal irgendwo hinkomme, ist die LA schon ausverkauft. Aber ich finde es jetzt nicht so besonders. Ich kann die anderen ja nicht beurteilen, wie die anderen Lidschattenpaletten sind, aber wie gesagt, da bin ich sehr, sehr enttäuscht. Von ganz, ganz vielen Farben, von den beiden Grüntönen bin ich enttäuscht. Von der war ich auch am Anfang jetzt nicht so begeistert. Die zwei finde ich extrem schrecklich. Den finde ich echt schade, dass der nicht so pigmentiert ist wie der. Die beiden sind relativ gleich, wenn man die aufträgt, hat man nur Glitzer am Auge. Ja, welcher ist noch so? Der ist auch ein bisschen komisch, finde ich. Der da. Den habe ich auch versucht aufzutragen, aber irgendwie hat der nicht, man hat es auch gesehen, dass ich versucht habe, ihn zu benutzen, aber irgendwie hat der nicht so die Farbabgabe, die ich mir denke, was er haben sollte. Jetzt bin ich mit meinem Nagel in den einen Lidschatten reingecrashed, sehr schön. Aber meine Lieblinge sind auf jeden Fall der hier. Der Powerful, glaube ich, war das jetzt, ja. Der ist so, so schön. Den finde ich jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht. Den Reach, obwohl schwarz hat man eh in jeder Palette eigentlich. Und den Wicked und den Battle, den finde ich auch schön. Und natürlich der Curse, was ja Fluch heißt, glaube ich. Den finde ich auch toll. Den finde ich auch ganz, ganz toll. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen was gebracht. Ich habe da sehr, sehr lange gebraucht, dass ich da ein bisschen was zusammenschneiden kann und ein bisschen drehen kann. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und sagt mir mal, ob ihr euch was gekauft habt, wie ihr die Sachen findet und
wie eure Meinung dazu ist. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Also ich bin ein bisschen enttäuscht von der Palette. Bin natürlich trotzdem froh, dass ich sie habe, aber sie hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, sage ich jetzt einmal. Aber ja, mein Gott. Mein Gott, ich bin froh, dass ich mir nur eine gekauft habe. Da bin ich wirklich froh drüber. Ich wollte mir nämlich alle kaufen. Am Anfang, wie ich die Limited Edition gesehen habe, wollte ich mir alle kaufen. Sogar die Highlighter, und bin froh, dass ich es dann nicht gemacht habe. Bin ich wirklich froh darüber. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen meine Meinung drüber sagen. Ich hoffe, dass es mir gut gelungen ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!